Herzlich willkommen zurück, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Wir beschwören das höchste Übel in Niedlichkeit seiner Form. Wie auch immer. Furby Shins hatte. Ist niedlich und etwas wert. Ich meine, guckt euch das hier an. Ne? Wir haben aus Lichterketten. Ja, na, egal. Komm, wir spielen die VHS ab. Wahrscheinlich zerfickt sie mich wieder. Oh, zernichtet sie mich vom Gehirn her. Ja, genau das, was jetzt passiert. Pass auf. Jetzt kriegen wir wieder. What the? Survive the Ritual? Wow! Wird der gerade größer? Mama stole the candles. Find them. No more Mama, sagen die. Guck mal, die haben die Augen nach oben gedreht. Ja, tatsächlich. Ah, doch nicht. Ach, sie gucken weg, wenn ich Licht mache, ne? Seht ihr? Die sind ja komisch. Okay. Smash Vase. Aha. Jetzt muss ich die Vasen kaputt machen, damit ich Mama finde, oder was? Ha! Eine haben wir. Alles klar. Ja, ja, ich hab Mama schon gesehen. Komm her, Mama. No more Mama. Ist ein kleines Minigame. Ja, no more Mama. No ma'am. Ich hab rote Augen gesehen. Komm mal, was mit dem MG-Test? Nee, MG braucht keiner. Die MG geht auch direkt unter im Game. Weil es einfach so laut ist. Also ja, für die Lautstärke entschuldige ich mich ein bisschen vom Game, aber das ist tatsächlich vom Game der Gehör. Geh doch mal. Ja, ja, no more Mama. Ich muss doch nur die Kerze haben. Verlängst dein Benis zurück. Ja, keine Sorge, den kriegt ihr ja. Ihr könnt ihr ja wieder ausgeben, wenn es soweit ist. Bummi, zur Info für dich. Wenn du Montag ein bisschen Zeit hast, wäre ich dir dankbar, weil ich glaube, ich muss mich da einlesen. Ich fand das, was du da gemacht hast, äußerst anregend. Ja, ihr seht, es zieht nicht bei mir. Jumpscare ist halt. Woher kommt denn der Lärm? What the fuck? Ah, jetzt fehlt das ganze Spiel nochmal von. Klingt komisch, wenn du das so sagst. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir die Kerzen finden. Wir sollten mal schauen, ob wir die alle an derselben Stelle haben. Mein Wichtig ist ja nur. Oh, eine Kerze haben wir, okay. Der Lärm machen, langsam näher. Wir dürfen Mama nicht zu lange anschauen. Da hinten war sie nämlich schon wieder hinter uns. Schön, habe ich eine neue Kerze. Ich fürchte, sie könnte jetzt hinter mir sein. Nein. Gut, dann schauen wir nochmal gerade raus. Ich glaube, einer von denen hier war auch noch. Schauen wir mal gerade. Wir müssen ja nur die Kerzen zusammenkriegen. Will ich schon Lärm machen? Ja genau, der Streamlabs-Kram. Also ich fand die Idee halt wirklich ziemlich gut. Ist eine schöne Alternative. Ohne dass es was anderes beeinflusst. Finde ich schon ziemlich nice. Wie soll ich denn den ganzen scheiß Mama-Kram da machen? Wie soll Mama durch die Wand kommen? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen. Mit Streamlabs hat man aber keine Stunden mehr. Wie keine Stunden mehr? Ja, okay, die Stunden. Aber der Bot wird ja weiterhin nebenbei laufen. Ist ja nicht so, dass der plötzlich weg ist.
Sag mal, ich kenne doch den Raum mittlerweile auswendig. Eigentlich brauche ich doch fast kaum Licht. Wenn ich kaum Licht mache, habe ich auch kaum Lärm gemacht, oder? Mama will look after you. Also wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ist es doch jetzt nur der Lärm von den Vasen. Dass wir jetzt einmal anschauen müssen, wo gehen wir lang. Jetzt glaube ich hier drinne in der Ecke war das noch. Da war eine Kerze drinne. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt noch seht. Nö. Mama is coming. Schauen wir mal gerade. Irgendwo wird sie ja sein. Kann ich die Kerze schon hinstellen? Nee, ich muss echt alle 5 Kerzen sammeln. Ich hatte gehofft, ich krieg vielleicht noch irgendwie einen Safe-Game-Stand oder so zusammen. Wie viel habe ich denn jetzt? Oder ist schon Mama? Schauen wir mal hier hinten. Ja, der Sound ist halt so gewollt, dass das hochgeht. Habe ich jetzt eigentlich alle? Ne, 4 habe ich, oder? Meine ich müsste 4 haben. Mama tut jedes Mal auf jeden Fall das Licht erst fressen. Das ist also die Schonzeit, die ich habe. Gut zu wissen. Okay, hier wird Mama auch noch irgendwo gewesen sein. War hier noch eine Kerze? Ich glaube, es müsste nur noch eine sein. Light the candles. Gut, dann platzieren wir die Kerzen und dann müsste es doch eigentlich schon. Schade, wir hatten sie gerade. Wir hatten sie gerade. Okay. Das ist jetzt eigentlich nur... Wir hatten es eigentlich, ne? Das ist jetzt nur noch die letzte... Jetzt mach den scheiß Sound aus! Schüttel so lange meine Lampe, bis ihr fertig seid. Ach scheiße, jetzt gehe ich ja noch in die falsche Richtung, ne? Ich glaube, hier war gar keiner von den beiden, oder? Irgendwie sowas war das doch. Ja, den können wir uns also sparen. Merken wir uns, den Raum brauchen wir nicht. Ich glaube, hier war auch nichts drin. Ich glaube, hier war einer. Dann war hier, glaube ich, auf jeden Fall noch einer drin. Wie sie alle Nope sagen. Nee, Sly, du kriegst das nicht. Oh, das Mama. Komm, Mama. Ja, komm doch, komm doch. Ich habe keine Angst vor dir, Mama. Die Vase war auch leer, ne? Ja. Dafür ist die nicht leer. Da muss eine Kerze drin sein. Check. No more Mama. Also ich wette, die Mama beschützt eigentlich die Welt vor ihren Kindern. So wie eine gute Mama das da macht. Ja, ja, ich hab dich gesehen. So, dann war hier auf jeden Fall noch eine drin. Come to Mama. Come to Mama. Nimm einfach die Kerze, die da nicht drin ist. Da müssen die Rolle jetzt. Kann mich doch mal. Ich weiß, dass hier ein Ding ist. So. Man kann sich offensichtlich teleportieren. Ja, das habe ich schon festgestellt.
Alter, geh weg, Mama! Ich will doch einfach nur die scheiß 5 Kerzen haben. Will hier hinstellt und will das hier ein Ende machen. War hier noch was drin? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen trotzdem halber nochmal sicher. Ja. So, eine ist da hinten auf jeden Fall jetzt noch. Ja, das ist halt schon etwas seltsam, aber hey! Also du lockst sie irgendwie in deine Nähe mit Lärm. Und mit Licht. So, aber diesmal. So, ich würde jetzt gerne die Kerzen aufstellen. Damit mache ich schon mal Licht. Also wenn die Mama mich jetzt anspringt, dann frage ich mich auch, wie sie das gemacht hat. So. Observe the ceremony. In nomine et pare et filii et spiritu sancti. Genau, the fuck! Banish Mama, destroy the tape. Verschwindet dann die Mama? Hab ich nicht ganz. Heilige VHS. Und jetzt? Task? Was? Go to bed! Nö. Ganz einfach nö. Ich gehe jetzt nicht ins Bett. Ihr könnt mich doch mal. Ihr schickt mich durch die ganze Scheiße hier. Also wirklich durch die Scheiße hochziehen. Und dann soll ich jetzt ins Bett? Also ich wette, es ist sicherlich bei einigen Leuten äußerst interessant, die etwas schreckhafter sind. Da ist das sicherlich geil. Weil wenn dann so eine Mama einen anspringt und der Streamer oder die Streamerin verjagt sich, ist das witzig. Ja. Ich suche jetzt gerade noch ein Ei. Weil... Ei. Kann ich endlich jetzt mal bei Mama anklopfen? Das wäre jetzt ja geil. Macht Mama die Tür auf? Oh, ich habe ein Ei gefunden. Läuft. Wie viel haben wir? Komm, und? Haut 21, 18 von 22. Verdammt. Mama macht immer noch. Wir haben ein paar Eier übersehen, Jungs. Was machen wir denn jetzt? Gleich nochmal von vorne, ne? Gleich irgendeinen doofen Hirnriss in Ecke ein Ei übersehen. Wenn mir jetzt zwei noch fehlen würde, würde ich ja wissen, wo sie sind. 18 von 221? Nee. Oh, 25. Dezember. Christmas Day. Und jetzt? Es muss ja morgens sein. Es kann nicht abends sein. Open your present. Naja, es muss morgen sein. Ernsthaft, da steht doch nie im Leben 221. Nee. Oh, guck mal hier, Sonnenlicht. Sonnenlicht. Ultra Brightness of Doom. Oh. Krieg hier die Tür nochmal auf? Hier. Die beste Tür aller Zeiten. Also, ich wüsste nicht, wie man seinen Keller besser schützen kann als hiermit. Fällt mir nicht ein. Also, ich glaube, Maschendrahtzaun. Ich glaube, Maschendrahtzaun wäre die einzige Möglichkeit, wie es noch sicherer wäre. Ah, Licht. Nö. Mach die Scheiße nicht auf. Ein Cupcake. Ein paar Frosties. Alter, hallo, Doom? Ja, gut, ich mach die Scheiße auf. Okay, ausnahmsweise. Will aber das auf. Und das. Wieso kriege ich nie das, was ich will? Hört mal auf den Sound. Kaninchendraht soll auch sehr sicher sein, ja. Wäre auch eine Möglichkeit, eine Tür zuzuhören. Okay. Thank you.
jetzt was. War wohl nichts. Oh. Ja, seht ihr? Das meine ich. Jumpscare. Es gibt Leute, die sich dabei erschrecken. Ich jetzt weniger. Was mich jetzt, wie gesagt, you unlocked the kaleidoscope. New chapter from the main menu. Was? Neues Chapter? What the... Okay, hat einen Clip gemacht. Hallo, Streifen. Gibt eine Expansion. Es gibt nichts gegen Lautstärke. Also, so gar nicht. Kandidata whippen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir uns... Was ist 221? Wollen wir uns die Kaleidoskop da noch gönnen? Oder sagt ihr, Leute... Nee, lass mal. Aber mir ist das egal. Wir können die ja noch hinterherziehen. Lieber Chat, was sagt ihr denn dazu? Tu es. Einer sagt, ich soll weiterspielen. Was sagt denn der Rest? Kann hier noch draufklicken. Okay. Hat keiner mehr Nein gesagt? Sammel alle Eier. Aber wehe, das ist jetzt 1:1 derselbe Scheiß. Christmas Day. Ja, hier habe ich das jetzt mal aufgehört. What the fuck? Da habe ich doch aufgehört. It's me, Tattletale. Hello, please feed Tattletale. Das ist doch jetzt genau dasselbe, oder? I am full. Please groom Tattletale. Kann ich den noch schütteln? Alter, wo ist die Bürste? Der Rest sagt Schlager Sonntag. Let's do activities. Place the Tattletale on the couch. Ja, wir haben ja noch so ein paar Minuten. Ich habe ja gesagt, mit 6, da haben wir ja noch ein paar Minuten. Dinosaurs may look scary, but they are dead. Every half hour, 30 minutes go by. Oh. Glasses are like windows that help you see. Die Spiel ist dezent durch. If you cut a rock in half, that's you rock. Lava comes from a volcano. Wir haben ihn kaputt gemacht. Geil. Oh, es klopft. Investigate the knocking. Es könnte von der Tür sein. Oh, ein Paket. Ach, scheiß auf die Eier. Ein Paket. Mit Briefen. Read the letter. Mysterious note. Something's wrong. Tattletale wasn't like this. This isn't how it happened at all. Stay calm. Just try to remember what happened the night before Christmas. I knew. Nightmare before Christmas! Oh, ich hab leicht übersteuert. Tschö. Wenn's jetzt sehr laut war, tut mir das leid. Nightmare before Christmas. Ich muss ja das Mikro lauter stellen. What the fuck? Oh, was? Oh, bitte, nicht nochmal. It's me, Tattletale. I'm fine. Jetzt sag nicht, ich muss dieses blöde Ritual nochmal machen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Ich habe ja nicht mal eine Taschenlampe. Hä? It's definitely wrong. Mama Turtle was nice. She was bad, right? Okay, don't panic. Your memories are just mixed up. I'm not trying to scare, but if you can't remember how things really happened, Tattletale will be weird and boring forever. But seriously, don't panic. Just go back another night. Jo, die Furbys können porten, ne? Ich meine,
What the fuck? Wirklich, what the... Spiele ich jetzt das Ganze nochmal rückwärts? Please wake up. Please, it's me. Also ich hätte es schon längst angezündet. I'm fine. Ich habe ja nicht mal eine Taschenlampe. Da kann ich hier rumlaufen. Ist doch egal. Irgendwo heult einer rum. Hier, draußen. La 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 la. Don't cry, butternut. Chickens lay eggs almost every day. Tattletail, it's me. I stole an egg. Was ist dieses Spiel? Oh, your memories are becoming weird. Cute. Look, memories are like VHS tapes. VHS tapes. Every time you play them, they get a little fuzzier. Worth yet, with the right trigger, someone can recall over them. I think somebody recorded over your Christmas 1998. Mm. Okay. Ich übernehme keine Verantwortung für den Hirnschaden, den dieses Spiel bei euch verursacht. Also ich glaube, wir sind jetzt gar nicht mehr bei diesen 5 Stunden Jumpscare, sondern wir sind mittlerweile bei Mindfuck. Okay, da ist nichts. Da ist nicht viel kaputt zu machen. Ach, Dicky. Freut mich das. Hier, du kannst dir das gerne anschauen. Wir spielen Jumpscare-Spiele und ich trigger da gar nicht drauf. Das ist ja... Muss Furby kaufen? Ja, nee, ist klar. Kannst du dir das gerne anschauen? Ich reagiere halt so null auf Jumpscare. Hat mich bisher nicht einmal so wirklich erschrocken. Es ist so... Ja. Ne? Low light warning. Low light warning. Hier. Da. Kiki, guck mal, was ich kann. Mal, hier, guck mal, schüttel. Wuhu. Who's there? Kann meine Taschenlampe schütteln. Ganz doll und ganz häufig. Das ist voll gut, ey. Who's there? Hold. Banana. Banana who? Bananas are a good source of potassium. Oh, das Noising-Groin kommt. Okay, hier waren das letzte Mal aber Bälle. Wir waren keine Ketchup holen. Turn off, Mama. Okay, irgendwas hat sich, nähert sich wieder. Ich weiß jetzt nur nicht was. Eigentlich müssten mir roten Augen entgegenspringen, aber das tut auch nicht. Ich kann nicht Ketchup holen voll. Ah ja, komm, wir laden ihn einfach mal. Warum nicht? Was soll schon passieren? Ja. Schüttel mir schnell noch ein. Ich weiß halt einfach nicht gerade, was sein soll. Es ist halt wieder der ganze Soundkram. Ohne Effekt. Hier keine roten Augen. Ich muss ihn sowieso gleich füttern und bürsten. Also machen wir das doch jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum die das Licht nicht anmachen, ne? Viele Probleme wären so leicht behoben, wenn man einfach das Licht anmachen würde, ne? Ah, warte mal, ich muss noch erst bürsten. Read the letter. Oh boy. I love my egg. Okay, this is all wrong. Someone tampered with this memory too. There is a place you can find what's changing your memories. But it's really dangerous. It's called the kaleidoscope. We're going to avoid it at all costs. I broke it. Ich hab Mama eben abgeschaltet. Ja, sie sagt, I love my eggs. Definitiv. Dicky. Das Spiel ist halt der Mindfuck. Okay, am 21. Dezember hat übrigens meine Mama Geburtstag. Und meine Oma. Gott hab sie gnädig. Oh, geil. Sind wir beim Techno-Beat. Macht Mama mitlagen hier auf? Immer noch nicht. Doofe Mama. Alles klar, Jungs. Wir kennen das Geräusch. Komm, gib mir den Techno-Beat.
Läuft. Super. Hammer Waschmaschine. Ich hätte auch gerne so eine. Wash your clothes before drying. Wash your clothes before drying. Alter, das ist... Was ist das? Das ist keine Wäsche. Kann ich dich da nicht reinschmeißen? Investigate the chittering. Oh, play with the walls. Guck mal, wir haben die Sieht jetzt hier die kleine Pflaster überall drauf. Read letter. Meine Waschmaschine macht Dubstep. Oh boy. ja, das war die erste Hälfte mit Jumpscare. Das ist jetzt ein Add-on, der noch mit dabei war. Oh boy, we have one last chance to get things right. If Tattletale isn't normal on December 28th, you may have to use the kaleidoscope. It's where all memories are stored. One on top of the other. Good and bad, real and imagined. You might find what you're looking for, but there's a price. The more time you spend down there, the more things will change forever. The worst part is, I can't even promise it will work. We fixed it. Es kann sein, dass das jetzt gegen Ende so wird, aber ich kann jetzt auch nichts versprechen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die erste Hälfte war ja vom DLC, war ja wirklich nur Jumpscare. Oh geil, hier, ich habe meine Schüttellampe wieder. Ja. Tada! Open your Christmas present early. Schau mal, hier, guck mal, hier fehlen auch die ganzen Lichter. Ist euch das mal aufgefallen? Also der 20. Dezember habe ich anders in Erinnerung. Mama, ich schüttel mir das Licht! Schau mal! Meine Mutter, sie interessiert sich nicht für mich. Ich habe das mitgekriegt. Keine Liebe. Ich bin als Kind hier alleine. Übrigens, wofür kann ich springen? Kann mir das mal einer sagen? Und warum wächst hier Gras aus der Decke? Und warum kann ich springen zum Geier? Ich habe es bisher nicht einmal gebraucht. Was muss ich denn hier nochmal machen? Ah ja, ich muss mein Geschenk öffnen. Ne? So. Und wenn wir das Geschenk jetzt öffnen? Sag mal, leuchtet die Lampe durch die Wand? Nee. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.